Roswitha, als ich dir angerufen habe, hast du mir gesagt, ja, dein Atelier, da ist nichts, die Welt ist mein Atelier. Wie ist jetzt das gemeint? Woher holst du deine Impressionen? Also ich hole sie unterwegs. Ich habe einfach mal angefangen zu zeichnen, aus, wenn ich es früher gemacht habe. Und schon mit meinem Vater haben wir gezeichnet. Wenn wir fort sind, hat er immer einen Block dabei gehabt. Und als ich das Studium fertig hatte, sind wir nach Paris. Und da haben wir alle einen Block bekommen, meine Freundin, meine Schwester und ich. Und haben dort gezeichnet. Und wenn es nicht ganz gut war, hat er uns ein bisschen gezeigt. Und dann habe ich eigentlich außer der Schule nie mehr gezeichnet. Bis ich pensioniert worden bin. Und ich habe meine ersten Erfahrungen gesammelt mit der Kathrin Eitel. Die hat in Banken gewohnt, das hat hier angefangen. Sie hat mit mir Jobsharing gemacht in Oberwil. Und dann hat sie mal gesagt, wir haben eine Klasse zusammen, eine Abschlussklasse. Jetzt, ich mache eine Reise nach Paris und ich suche ein paar Leute, ich will mit euch zeichnen. Und wir waren 6 Frauen und sind in Paris zeichnen. Und das hat natürlich ein bisschen Mut gebraucht, so anzusitzen, wo es einen Haufen Bouquinisten hat und Maler und so. Aber wir haben es probiert und sie hat auf dem Weg von Basel nach Paris hat sie uns Perspektiven erklärt. Mit dem Fluchtpunkt, mit der Augenlinie, mit und wie man Bildli macht, sucht, Ausschnitt, macht man so, dann hat man es. Und dann haben wir dort in Paris gezeichnet und irgendwie ist mir das hängen geblieben. Ich hatte vorher auch keine Zeit gehabt, um zu zeichnen. Und dann habe ich, ja, das hat so stattgefunden. Und jetzt, wenn ich einen Auftrag habe, gehe ich dort zeichnen. Aber sonst zeichne ich eigentlich sehr viel unterwegs mit Gruppen. Jetzt, Roswitha, wie ist denn die Ausstellung zustande gekommen? Du wohnst eigentlich in Oberwil und hast jetzt als Süsche wirklich hier im Kulturcafé Biel-Bänken-Bilder. Heisst das, du wanderst immer wieder hier in Biel-Bänken rum und hast dir dann die Süsche gesucht? Nein, überhaupt nicht. Ich bei der ersten Ausstellung vom Kulturcafé ist der Rudi Degen gewesen. Der ist auch in Oberwil, aber der wohnt schon lange hier. Und seine Frau ist meine Freundin. Und dann sind wir natürlich an die Vernissage. Und Frau Ballmann, die das leitet, hat mitbekommen, wer wir sind. Und hat eigentlich von meinem Vater eine Ausstellung machen wollen. Aber wir hatten in Oberwil eine vor 2 Jahren. Aber das war viel zu klein, der Raum. Es ist so ein Esssaal. Und dann hat mein Bruder gefunden, stell doch du aus. Und das ist jetzt zu Ohren gekommen. Und weil ich relativ kleine Zeichnungen habe, es ist immer wie ein Schulblatt. So A4. Habe ich gesagt, ja, also ich fühle mich jetzt nicht gerade berechtigt, hier zu Banken auszustellen. Dann probiere ich mal, ich habe nicht gerade zugesagt, das war im Mai. Ich probiere mal, was hier zu machen ist. Und so ist das entstanden. Ich habe dann zugesagt. Roswitha, wie läuft denn das jetzt ab? Du hast gesagt, es ist ja auch relativ klein hier drin. Die haben aber ein riesiges Programm. Freitag, Vernissage, Samstag kann man Besuch machen. Am Sonntag sogar noch eine Matinee mit Musik. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Okay, es ist um 5 Uhr Musik. Am anderen Sonntag ist es eine Matinee. Und da spielt mein Sohn Saxophon und ja, das ist halt ein Kulturcafé. Dann muss man das noch ein bisschen Musik einbeziehen. Und ich habe gefunden, es gibt ja da noch andere Leute, die zeichnen in Biel-Bänken. Ich habe mich verpflichtet gefühlt eigentlich. Und ich habe in meinem Leben noch nicht viele Ausstellungen gehabt, alleine in Darwil vor etwas mehr als 10 Jahren. Aber dort hatte ich 2 Jahre Zeit gehabt, zum Zeichnen, zum Sujet suchen. Und da sind es 2 Monate. Ich musste Juli, August fast streichen, weil es zu heiß war. Und es ist heute nicht mehr so einfach. Ich liebe alte Häuser. Regelbauten und Kirchen und so Sachen. Einfach Zeiten von früher, die noch etwas zu erzählen haben. Super, also jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck gekriegt und wenn ihr daraus weiter kennenlernen wollt, geht vor allem auch die Ausstellung hier im Schlössli anschauen. Ich finde die Bilder sprechen für sich und herzlichen Dank, dass du schnell Zeit genommen hast. Man sieht sich im Kulturcafé, hier im Schlössli in Biel-Bänken.